Nachdem wir nun wissen, dass die PlayStation Store für sowohl PlayStation 3 als auch für die PS Vita geschlossen wird, sind wir immerhin beruhigt und froh, dass Spiele, die wir bis zur Schließung des Stores herunterladen, wir auch in Zukunft weiter herunterladen können. Aber die wirklich wichtige Frage, die sich nun stellt, was musst du jetzt runterladen, bis der Store zumacht? Spiele, die es vielleicht nur digital gibt und die du danach nie wieder bekommen kannst? Oder Spiele, die physisch einfach viel, viel mehr kosten und du so die letzte Chance hast, sie nochmal günstig zu bekommen? All das habe ich mir in Ruhe angeguckt und hier kommen 30 Spiele, die man sich näher anschauen sollte. What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Schließung des PlayStation Stores für PS3 und PS Vita. Nachdem ich euch im letzten Video erklärt habe, was das wie genau bedeutet, wie lange die Stores offen haben und, möchte ich heute mit euch ins Detail eintauchen. Welche Spiele sollte man sich denn noch kaufen? Wo macht das Sinn? Ich habe mir ganz, ganz viele Spiele angeguckt. Ich habe den Store von oben bis unten umgekrempelt und bringe euch jetzt 30 Spiele mit, die entweder gar nicht irgendwie anders verfügbar sind, die es also nur wirklich so digital downzuladen gibt, natürlich nur bis der Store zumacht, oder Spiele, die es zwar physisch gibt, die aber richtig, richtig teuer und sammelnswert sind und darum digital echt eine kostengünstige Alternative sind. Hierzu gehören neben den PlayStation 3 Spielen auch Spiele für die PlayStation 2 und für die PlayStation 1. Bedenkt, der PlayStation Store geht zwar offline, es gibt aber keinen Schlussverkauf. Ja, richtig, richtig billig sind viele Spiele nicht, aber bei manchen lohnt es sich doch wirklich genauer hinzusehen. Den Anfang möchte ich mit Beyond Good and Evil in HD machen. Hier kommt ja bald der zweite Teil raus und das Spiel ist physisch so nur damals für die Xbox 360 in einer Compilation erschienen. Gibt es hier für 9,99 €. Richtig teuer wird es in dem pixeligen Auftragsmörderspiel Hotline Miami. Dieses Spiel wurde zwar von den Limited Publishern gepublished, ist da aber richtig teuer und für die Vita kriegst du es sogar nur aus Asien importiert. Hier die Chance also, digital für 9,99 € zuzuschlagen. 49,99 € für ein digitales Spiel sind echt eine Nummer. Persona 4 Ultimax ist ein richtig, richtig toller Fighter, aber wie gesagt, 49,99 € sind eine Nummer. Schaut man aber, was das Spiel physisch kostet, denn es ist auch für die PS3 physisch rausgekommen, erscheint der Preis gar nicht mehr so hoch. Bedenkt, das Spiel ist auch für die Xbox 360 rausgekommen, gegebenenfalls eine Sache, wo in Zukunft der Wert ordentlich in die Höhe gehen wird. Die Yakuza-Reihe mit Yakuza Like a Dragon auf der PS5, gerade frisch gepatcht von der PS4-Version, gibt es im Store das Yakuza Dead Souls. Hier kämpfst du gegen Zombies. Total abgefahren, total cool, kostet 19,99 €, gibt es allerdings auch physisch, hier allerdings relativ schwer und oftmals auch wesentlich teurer nur zu finden. Der Mega Drive-Klassiker Castle of Illusion gibt es auch in einem Remake in HD für die PlayStation 3. Kostet 12,99 €, ist ganz schön pricey für so einen Retro-Titel, sieht aber richtig, richtig toll aus und gibt es meines Wissens in keinem anderen Store und schon gar nicht physisch. Amy ist so eine Geschichte für sich, aber Amy kostet auch nur 2,99 €. Amy ist ein Survival-Horror-Spiel mit ganz vielen coolen Ansätzen, die am Ende vielleicht nicht ganz so gut umgesetzt wurden, aber ich mag Survival-Horror-Spiele und das hier, das ist wie so ein Escort-Spiel, wo du dein kleines Kind durch diese böse, böse Welt bringen musst. Für 2,99 € habe ich das gerne mitgenommen. Shoot'em-ups machen ja bekanntlich richtig Laune. Für 9,99 € bekommt ihr das recht unbekannte 1942 Joint Strike. Das macht richtig Spaß. Ein Fighter, ein Brawler von Capcom im Dungeons & Dragons Universum. Jawohl, den gibt es wirklich. Für 14,99 € gibt es das recht unbekannte Dungeons & Dragons Chronicles of Mystaria. Wo wir bei Fightern sind, kommt den auch noch. Chaos Code für 9,99 € ein richtig, richtig cool aussehender Fighter. Die Double Dragon Serie, ursprünglich damals auf dem Nintendo NES und auf dem Super Nintendo erschienen, gibt es das Double Dragon Neon. Das ist gerade auch auf der Switch neu aufgelegt worden. Die gleiche Version findet ihr aber im PlayStation 3 Store für ganze 7,99 €.
Hardcorps Uprising. Habt ihr wahrscheinlich wie ich vorher noch nie was von gehört, ist aber ein total cooler Side-Scroller. Denkt mal so Richtung Contra und tolle Grafik dazu und für 12,99 ist das Spiel meines Wissens nach nirgendwo anders zu finden. Wenn es etwas abgefahrener sein darf und ihr einen Move-Controller besitzt, ist Fast Draw Showdown ein absolutes Highlight. Das Ding ist so in der Art auch auf der Nintendo Wii erschienen, da ist es aber richtig teuer und das Ding für 9,99 ist einfach nur skurril und macht richtig, richtig Laune, im Wilden Westen die Cowboys da abzuballern. Ein weiterer Klassiker in einem HD Remaster ist Daytona USA, der Klassiker von den alten Sega-Systemen, hier für 7,99 in neuem Gewand. Bei Echo Chrome bleibt es nicht aus, dass man mal einen Knoten ins Gehirn bekommt. Ein super Rätselspiel, was nur digital so erschienen ist, für 4,99, ja, ein No-Brainer. The Last Guy ist nur in Japan erschienen und ist ein total verrücktes Evakuierungsspiel auf Basis von Google Maps. Ja, ihr habt richtig gehört, das Ding gibt's für ganze 4,99 digital. Wer mag Pac-Man nicht? Aber kennt ihr auch diese abgefahrene Version? Der helle Neon-Crazy-Wahnsinn macht super Spaß und ich fand Pac-Man in der Kindheit immer ganz nett, aber diese Version, die geht richtig nach vorne und für 9,99 für mich definitiv im Einkaufswagen. Der Klassiker fürs Mega Drive, Rocket Knight Adventures, ist gar nicht mehr so billig heutzutage, aber es gibt eine HD-Version, eine Fortsetzung von diesem Originalteil, für 12,99. Gang Wars ist so ein richtig cooler, klassischer Brawler. Und für 2,49 € kriegt ihr das Game nicht nur auf der PS3, sondern auch für die PS Vita. Denkt dran, das Spiel auf jedem eurer Geräte einmal heruntergeladen zu haben, dass es auch später erneut downloadbar ist. Castlevania Harmony of Despair, ein Spiel, das kannte ich nicht und ich dachte, ich kenne eigentlich alle Spiele in der Castlevania-Reihe. Das ist recht unbekannt und mit 14,99 nicht billig, aber ein richtig cooles Spiel in der Castlevania-Reihe. Über Rain könnte ich jetzt ewig reden. Rain ist ein ganz großartiges, ja, Horror-Survival-Adventure, was eigentlich nur in Japan erschienen ist. Mit 12,99 ist es in jedem Fall billiger als eine Importversion. Blade Kitten ist ein ziemlich unbekannter, aber ein ziemlich cooler Plattformer. Mit 8,99 nicht das günstigste Spiel, meiner Meinung nach aber jeden Euro wert. Für die PlayStation 2 gab es Suikoden, den zweiten Teil, nur in der US-Importversion. Jetzt wird's aber Zeit, hier nochmal zuzuschlagen für ganze 9,99, jetzt auch bei uns in Europa zugänglich, natürlich weiterhin in englischer Sprache. Godhand für 9,99 € ist ein richtig, richtig cooler Fighter. Den gibt es auch physisch, aber die PlayStation 2 Disc kostet an die 50 €. Für alle Persona-Freunde gibt es Persona 3 in der FES-Version. Ja, das ist die Festival Edition, die nochmal ein paar Add-ons hat. Das ist so ähnlich wie im Moment auch die Royal Edition. Hier wichtig zu beachten ist, du findest das Spiel nicht, wenn du nach Persona im Store suchst. Du musst nach Shin Megami suchen. Da findest du das Spiel für 9,99 €, was im Gegenzug zu den 100-150 € wie das Spiel in PAL kostet, alle Male wert ist. Suikoden, der Rollenspielklassiker überhaupt für die PlayStation 1. Der erste Teil kostet rund 50 € und wenn du den zweiten Teil physisch haben willst, bist du locker bei 250 €. Jetzt im PlayStation Store noch für 4,99 € jeweils zu haben. Und Symphony of the Night darf natürlich nicht fehlen. Castlevania Symphony of the Night, ein Titel, der locker über 100 € bei uns kostet, kriegst du derzeit noch im Store für 9,99 €. Neben Resident Evil ist Silent Hill mit Sicherheit der Survival-Horror überhaupt für die PlayStation 1. Das Spiel ist in den letzten Jahren immer teurer geworden und du legst heute rund 50 € dafür auf den Ladentisch. Im PlayStation Store für ganze 6,99 € zu haben.
Und als letztes habe ich hier noch Cola World. Das ist dieses coole Ballspiel, wo du unterschiedlichste Plattformer lösen musst. Und das ist auch immer teurer geworden. Zahlst du mittlerweile an die 70 Euro für, wenn du das bei eBay suchst. Und kriegst du jetzt richtig günstig noch im PlayStation Store. Ich hoffe, euch hat meine kleine Auswahl an PlayStation 3 Spielen gefallen. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr noch runterladen werdet. Ja, was hat hier vielleicht in der Liste gefehlt? Was sind noch Must-Haves? Was sollte man runterladen, bevor der Store im Juli offline geht? Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns schon bald in einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.